Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute die App Best Fiends testen. Geeignet ist sie für Kinder ab 0 Jahren und erhältlich für iOS und Android. Ich starte die App mal. Bomben verursachen mehr Schaden? Okay. Und mehr Blöcke. Ich habe das Spiel schon mal angetestet, damit ich grob weiß, worum es geht. Es ist so ein bisschen wie Tetris, finde ich. Mittlerweile bin ich schon in Level 4. Okay. Und man muss immer solche Verbindungslinien finden zwischen gleichen Symbolen, also hier zum Beispiel den Blättern. Das gleiche gilt aber auch für Erdbeeren und für alle anderen Dinge. Zum Beispiel den Blumen. Oder hätte ich, glaube ich, sogar noch eine größere Verbindungslinie ziehen können. Und ich glaube, damit haben wir den Level schon. Nee, noch nicht. Ich dachte, ich bin jetzt schon fertig. Damit ist der Level jetzt vorbei. Und wir starten, glaube ich, direkt in den nächsten Level, nämlich Level 5. Kombiniere Tempest grüne Lieblingsblätter, um seine Angriffe aufzuladen. Das sind dann so die Spielanweisungen. Ziele 4 besiegen. Und jetzt wieder die bestmöglichen Kombinationen finden von den einzelnen Symbolen. Ich glaube, das war eine ganz gute, eine ziemlich lange Kette an Blättern. Oh, ich glaube, da bin ich ein bisschen abgerutscht. Der Level ist schon wieder vorbei. Also die Level sind wirklich ziemlich kurz. Man hat dann immer so kleine Tagesaufgaben. Jetzt können wir uns ein Feld aussuchen, was noch verschlossen ist. Wir haben einen Schlüssel. Ich nehme jetzt einfach mal das hier in der Mitte. Kann eine Spinne ein hässliches Entlein sein? In diesem dicken, großäugigen Bulldozer steckt nämlich ein stattlicher Held. Quincy haben wir jetzt. Okay. Dann geht's weiter mit einem neuen Level. Level 6. Sammle Blöcke in den Farben deiner Fiends, damit sie Bomben und Umwandlungsblöcke aufs Feld werfen. Okay. Schade, einen hatte ich gerade nicht getroffen. Ich dachte, ich mache ja so eine richtig lange Kette, aber mit dem Touchscreen ist das manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. Oder meine Finger sind einfach zu dick. Das kennt ihr sicherlich, wenn man denkt, man hat irgendwas gedrückt, aber das war dann doch nicht so. Achso, ich darf nicht so viel reden, sonst komme ich hier beim Spiel Best Fiends nicht hinterher. Da war ich halt noch was. Ich sehe gerade keine. Ach, da ist was.
Ach ja, hier sind auch noch ein paar Erdbeeren. Dann haben wir hier noch Blätter. Und nein, das wollte ich nicht. Und ganz viele Wassertropfen. Und ich glaube, der Level ist jetzt auch schon vorbei. Wir haben 3 Schlüssel und können jetzt 3 Extras haben oder einsammeln. Ein Diamanten, so ein wuscheliges Viech und dann nochmal weitere. Okay. Die Schnecken haben unsere Freunde zum Rumpelberg gebracht. Wir müssen sie retten. Okay, also die Schnecken sind definitiv in dem Spiel die Feinde und die müssen wir irgendwie bekämpfen. Als der Meteor einschlug, brachte er seltsame Meteormilben mit. Sammle sie und hilf uns schneller zu wachsen. Okay. Wir haben leider nicht genug Meteormilben. Die kann man jetzt für 6 Diamant quasi kaufen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Oh, so viel haben wir nicht. Dann klicken wir das mal weg. Und starten mit dem Level weiter. Okay, und diese Meteormilben, die bekommt man, wenn man Nacktschnecken besiegt. 4 Schnecken besiegen und 25 Blumen sammeln. Okay. Ich glaube, es müssen immer mindestens 3 in einer Reihe sein. Denn wenn man nur 2 Blumen oder irgendwelche anderen Symbole berührt, dann tut sich gar nichts. Also mindestens 3 in einer Reihe und dann lösen sich die Symbole auf und es kommen neue hinterher. Ich glaube, das war gerade meine längste Kette an Erdbeeren, die ich hatte. Okay, ich habe gewonnen. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß, das Best Fiends Spiel. Auch niedliche kleine Charaktere, die Schnecken und auch diese kleinen Käfer und Insekten, die Best Fiends. Auch die kleinen Aufgaben, die man da bewältigen muss, die ein bisschen doch an Tetris erinnern, machen super viel Spaß. Ich finde die Grafik auch sehr schön, die Farben, alles so ein bisschen wie im Dschungel oder halt wie in einem Zeichentrickfilm. So viel jetzt erstmal zu dem Film, zu der App Best Fiends. Wenn ihr möchtet, dass wir das nochmal testen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!